didn't even get to run. Spread these legs up. Hallo meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Morgen und natürlich ein frisches... Hey, was macht ihr? Das ist mein Auto! Oh, raus hier! So meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Morgen und natürlich ein frisches nordisches Moin Meister! Das, was ihr gerade eben gesehen habt, war nur ein Witz. Vielleicht machen wir dann einen geilen Carpon draus. Wir fahren jetzt zur Ostseetherme. Während wir da hinfahren, kann ich kurz ein paar Fragen beantworten. Julia hat da so ein paar rausgepickt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ihr könnt mir immer wieder gerne bei Instagram oder in den Kommentaren irgendwo Fragen stellen. Lalalala! Julia war ein Schnagel. Die erste Frage ist von It's Fritzy und er fragt, wie geht es dir? Wie es mir geht? Mir geht es persönlich sehr gut momentan. Ich habe jetzt gerade die Prüfungen hinter mir, befinde mich jetzt gerade im Praktikum. Also ich bin momentan sehr gelassen. Nächste Frage ist von Mohammed, 74, und er fragt, aus welcher Stadt kommst du? Ich frage mich immer, wie lernen die Leute mich kennen? Weil bei Insta, bei YouTube überall steht, woher ich komme. Ich komme aus der Stadt Lübeck. Das ist meine Heimatstadt, die Stadt liebe ich. Die nächste Frage ist von Copayo und er fragt, was sind deine Pläne nach dem Studium? Und das ist eine sehr schöne Frage, meine Pläne nach dem Studium. Wenn mir das weiterhin so gefällt, dann werde ich auf jeden Fall meine Selbstständigkeit weiterführen als Filmmaker, Regisseur und im Social-Media-Bereich. Damit habe ich mich ja selbstständig gemacht. Ich kann was mir ausdenken, ich kann was produzieren und ich kann es durch die Reichweite vermarkten. Das ist so der rote Faden. Ich habe Bock, nach meinem Studium da nochmal richtig Vollgas zu geben, denn ich hatte in meinem Leben noch nie wirklich die Chance, wirklich mich mal wirklich nur auf meine Leidenschaft zu konzentrieren und das ist YouTube. Ich hatte immer irgendwie sowas wie Schule, ich hatte immer sowas wie Studium. Es gab immer irgendwas, was mich gebremst hat. Übrigens, ich befinde mich jetzt im siebten Semester. Meine Bachelorarbeit steht jetzt an, also ich bin auch fast fertig. Also coole Frage, die ist auch echt sehr aktuell. Weil darüber mache ich mir momentan auch Gedanken. Aber das reicht, glaube ich. Lass die nächste Frage. Die nächste Frage ist von... Oh, ich habe die Spur. Warte mal kurz, ich muss einmal hier gucken. Muss ich hier auf rechts? Muss ich nach rechts? Frage ist von Bernd Soltau, 1967, und er fragt, warum trägst du einen Oberlippenbart? Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, so wie sich das alles so entwickelt hat und meine Erfahrung, was ich da so erlebt habe, so die Wahrnehmung von anderen Menschen und so. Das verlinke ich mal hier irgendwo, das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Aber kurz gesagt, warum ich den Oberlippenbart trage, ich feiere irgendwie diesen Retro-Look. Da habe ich halt vor kurzem die Serie Peaky Blinders geguckt und ich habe das jetzt einfach schon so lange, diesen Bart, dass ich, wenn ich den jetzt abmachen würde, wieder voll komisch denken würde, wie sehe ich denn aus? Die nächste Frage ist von Queen King und er fragt, wie kamst du auf YouTube? Damals waren das noch ganz andere Kanäle, so ich spiele ja auch Klavier und dann habe ich damals so Musikchannel gehabt und so oder noch einen anderen Channel und irgendwann kam dann dieser Kanal 1000% und da haben wir dann einfach so Fakten, Arten, Dinge gemacht, Comedy Street und sowas alles, ja seit 2013, das sind ja auch schon 6 Jahre oder so, also ich habe immer noch genauso wie am ersten Tag Spaß daran, euch zu unterhalten, für mich Videos zu drehen. Die nächste Frage ist von XD, Anton XD, und er fragt, hast du Haustiere? Ja, moin Anton. Aktuell, Maya und Eddie kennt ihr ja, das sind meine zwei Hunde oder Familienhaustiere, sag ich eher mal. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch meinen eigenen persönlichen Hund irgendwann holen, wenn die Zeit gekommen ist. Die nächste Frage ist von Sascha TM und er fragt, warum hast du so viel mit berühmten Leuten zu tun? Warum ich mit so vielen berühmten, ich kann gar nicht durch, wenn ich behirre oder was? Sprachen lernen, Bubble. Wie gesagt, ich mache ja YouTube schon sehr, sehr lange. Irgendwann fing das halt an, gewisse Firmen, sowas wie das Sinister, und gesagt haben, jo, ey, du gefällst uns so lustig, wie du bist. Hast du nicht mal Bock, ein Interview zu machen? Hast du nicht mal Bock, einen Vlog zu drehen? Und so ein bisschen unser Event zu promoten. Und somit kam das halt, dass ich sowas wie Til Schweiger, Bully Herbig, Crow, ich weiß das alles jetzt gar nicht mehr. Also diese ganzen Schauspieler, ich kann einmal hier so ein paar Bilder einblenden. Janne Mädel. Genau, Lars Eidinger, 25 km/h war das letzte jetzt. Man trifft Leute halt immer, wenn man aktiv ist. Und das kann ich euch auch alle nur ans Herz legen. Natürlich freue ich mich darüber, wenn ich gewisse Leute treffe, die schon sehr viel erreicht haben in meiner Branche. Das sind natürlich auch Vorbilder. Und wenn ich so welche Möglichkeiten habe, mit Til Schweiger zum Beispiel ein bisschen zu chillen, ein bisschen zu schnacken, ein bisschen zu sprechen und euch das so ein bisschen auch zu zeigen, dann mache ich das natürlich mal liebend gerne. Am ersten Tag war das ja nicht so, dass ich ein YouTube-Video drehe und auf einmal kennen mich alle und dann habe ich die Chance, irgendwelche Stars zu treffen. Das hat man sich auch erarbeitet und darauf bin ich auch stolz, kann ich auch ganz klar sagen. Die nächste Frage ist von Timon Richter und er fragt, wie läuft Sport, du alte Socke? Den kenne ich von damals, wo wir auch zusammen trainiert haben. Das ist echt Jahre her. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Sport ist immer ein Up und Down. Hängt immer davon ab, wie viel ich zu tun habe, wie ich gelaunt bin. Meistens gehe ich ja auch zum Sport, um den Kopf frei zu kriegen. Zweimal die Woche schaffe ich das ordentlich zu pumpen.
meinen Kopf frei zu kriegen und es fühlt sich auch immer wieder gut an. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Die nächste Frage und somit auch die vorletzte Frage schon ist von Vater Kahn und er fragt, wie machst du so schöne Bilder? Also ich überlege mir wirklich, wo mache ich Fotos, wann mache ich Fotos. Ich habe tierischen Spaß daran, so auch ein bisschen professionellere Shootings zu machen. Sowas wie jetzt zum Beispiel die Peaky Blinders Fotos oder das Wassershooting, was auch bald online kommt. Ich fotografiere meistens mit der Sony Alpha 6300. Und dann gibt es so Programme wie Photoshop, damit bearbeite ich ja noch so ein bisschen was. Und Instagram komprimiert die Fotos immer so doll, dass da leide ich schon fast. Aber das ist halt Instagram. Die letzte Frage ist von Dominik Stallinger und er fragt, wie hast du so viele Abonnenten bekommen? Also das habe ich ja, glaube ich, jetzt schon mehrmals gesagt. Ich mache YouTube ja schon ein bisschen länger. Für den Zeitraum habe ich relativ wenig Abonnenten. Ja, ich mache einfach meinen Kram, meine Videos. Und Leute, die Bock darauf haben, können mich abonnieren. So, ich freue mich über jeden Abo. Ich gucke jeden Tag nach. Auf Insta habe ich ja ungefähr die 12.000. Ich bin einfach aktiv, schieße geile Fotos und hab mega Spaß daran. Das ist eigentlich so das Geheimnis dahinter. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir das bei Instagram oder bei YouTube oder bei Facebook immer wieder gerne schreiben. Danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Support ist kein Mord, 1KP Family. Und wir sind jetzt da und deswegen würde ich sagen, auf 1, 2, 3, Moin, Mister! Moin, Meister!